Advent in Montabaur. Ich darf heute den Krippenweg eröffnen. Ich darf ihn gleich zum ersten Mal gehen und freue mich riesig, dass es gelungen ist, 120 von solch wunderschönen Krippen über den Promenadenweg und im Stadtwald verteilt zu präsentieren. Wir sehen uns auf dem Krippenweg. Das sind ja nur 120 Krippen, die wir hier auf diesem Krippenweg haben. Insgesamt habe ich weit über 1000 Krippen. Die wir hier ausstellen, sind keine musealen Krippen, sondern das Schöne daran ist, dass sie in Natur eingebaut werden. Wir haben eine lange Vorbereitung dafür. Im letzten Jahr hatten wir es uns relativ einfach gemacht. Wir hatten die Krippen vorbereitet und sind einfach mit dem Anhänger an die Stellen gefahren, haben sie aufgestellt. In diesem Jahr haben wir schon mehrere Probegänge gemacht, haben uns die schönen Plätze ausgesucht, haben auch schon die Bilder zugeordnet, wo wir die einzelnen Krippen hinstellen möchten. Also wir zu dritt, ne, das war schon ein tolles Team gewesen. Gestern hatten wir angefangen, das waren gute 4 Stunden. Heute die Feinarbeiten mit den Wurzeln nach außen rum bis mit dem Moos verteilen und so weiter für die komplette Anlage hier. Und dann kommen die Figuren erst an der Reihe. Und das wird bestimmt noch mal gute 4 bis 5 Stunden auch noch dauern bei der Größe von der Krippe. Sagen, einer der Highlights wird mit Sicherheit im Infocenter die Krippe sein. Das ist ein Modell von dem Schloss und die Gebäude um das Rathaus, die als Modell gebaut worden sind. Das ist mit Sicherheit eine sehr schöne Krippe. Eine zweite wird diese sein, würde ich sagen. Dann haben wir 2 Bilder, die gemalt worden sind von Kollegen von mir. Das sind Krippenszenen, handgemalt. Und in Horsen allein haben wir dann noch mal 3 größere, wenn nicht große Ortskrippen. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben hier in den Geschäften, und das werden auch ungefähr 15, wenn nicht 20 Krippen sein, die auch besonders schön sind. Allen möchte ich hier danken. An erster Stelle natürlich dem Krippenteam um Herrn Steckenbühl, Herrn Philips und Herrn Heibel und alle zusammen, die es überhaupt möglich machen, dass wir den Krippenweg in dieser Qualität und in dieser Form überhaupt durchführen können. Sie haben gesehen, der Krippenweg ist ein großes Erlebnis und wird sicherlich vielen Menschen viel Freude bringen in dieser schwierigen Zeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine friedliche, eine gesegnete Weihnachten.